Hallo und willkommen zur neuen Folge Graveyard Keeper. Klar, da sind wir dabei. Und wieder mal die Leiche am Verbrennen. Sehr gut. Ich bin wirklich überlegen, ob wir bereits eigentlich vielleicht wieder mal in den Keller gehen sollen, sonst richtiges Kellerkind. Und ob wir mal Burger braten sollen. Ich glaube, für Burger muss ich Fleisch braten, ne? Ich bin auch sicher gehen, dass es so ist. Das Ding ist halt auch, wir müssen ja Mehl haben. Mehl kann ich kaufen. Salz! Was Kohl und Rüben machen mir Sauerkraut. Aha. Okay, die Frage, wo kriegen wir Salz her? Können wir uns kaufen? Ruhe Aufschnitt. Was brauche ich jetzt genau, um hier zu braten? Okay, komm. Ich mache nochmal Ruhe Aufschnitt. So, dann braten wir hier mal noch wieder Runde. Okay. Und würde sagen, gehen wir kurz schlafen. Um mal die Energie aufzufüllen kurz. So, okay. Jetzt ist die Frage, wohin gehen wir? Wir könnten eigentlich. Jetzt habe ich sogar Fleisch mitgenommen, ne? Ach komm. Gehen wir mal in den Keller rein nochmal. Holen uns ein paar Sachen da ab. Oh, was meinst du schon zu deinem Bude? Ja, das ist das Ding. Ich glaube, das müssen wir. Ich vermute mal, das können wir sogar im Keller finden. Dieses Buch, was er gerne möchte. Okay, ich bin echt nicht sicher, wo wir schon waren. Hier waren wir nicht. Scheiße. Oh! Scheiß Fliege! Nein! Okay, wir nehmen eindeutig weniger Schaden durch die Rüstung, ne? Hab ich doch festgestellt. Nee, jetzt sind wir schon voll, echt? Todespuder. Okay, wir haben einfach viel zu viel dabei. Da müssen wir wieder rausgehen. Todespuder, Verlangsamungspuffer. Krass, was hier alles so gibt, ne? Gibt es da hier immer noch keine Kiste? Nein. Das finde ich ein bisschen doof, weil man wirklich immer alles dann in die Hand nehmen muss. Also es etliche Alchemie-Sachen. Warte mal. Flügel rein, Schleim rein, ich lege mal hier die Sachen auch rein jetzt.
Eigentlich leeres Papier muss ich eigentlich dabei haben. So wie das Silbernacker muss ich eigentlich dabei haben. So. Ja, ich hab das ganze Holz halt auch nicht. Eigentlich wollte ich ja Burger braten. Doch hier. Burger. Okay, schon wieder alles gemacht haben. Ja, da ist schon wieder die nächste Leiche unterwegs. Moment mal, kann ich noch einen blauen Schleim? Kann der blaue Schleim auch zum Kochen verwenden? Grüner Schleim. Nee, roter Wackelpudding. Bierensaft. Okay, blaue Schleim geht zur Zeit noch für nichts anscheinend. Interessant. Wir gehen trotzdem nochmal in den Keller nach unten. Einfach um zu sehen, was wir da genau machen können. So, leider ist jetzt natürlich das Scharnier weg, das wir da frei gemacht haben, weil wir jetzt den Dungeon verlassen haben. Das alles, was wir gelootet haben, ist bereits gelootet, aber Sachen, die da rumlagen, sind dann leider weg. Hier etliche Sachen. So, komme ich jetzt hier dran vorbei. Bücherregale noch und noch, ja. Nein! Okay, wir haben doch ein bisschen Platz hier zum Bluten. So. Dieser Bauchen, ey. Boah, aber echt. Okay, da oben. Energie. Boah, drei Fledermäuse, aber das war jetzt gar nicht so übel. Okay. Ich weiß nicht, ein bisschen, was man die blaue Schleime benutzen kann. Die haben bis jetzt noch keine Lösung. Wow. Iron Blood, na toll. Ah nee, das wäre jetzt die Lösung gewesen für die Quest. Wir haben am Anfang an Iron Blood gebraucht. Okay. Ich glaube, dann haben wir alles abgegrast, ne? Komm, wir gehen weiter. Wir haben noch 4 Slots, wir können ein bisschen was tragen. Leben haben wir auch noch, Energie haben wir auch noch, sollten wir eigentlich nutzen. Ah, okay. Tötet es alle Feinde, dann war der andere Weg doch nicht komplett leer. Oder es ging vorher nach unten noch, das wäre möglich. Hier haben wir alles weggegrast, hier ist nichts mehr. Ah ja, nach unten geht's noch, okay.
Wow, wow, wow. Ob ich ihn nicht treffe, ey. Okay, mich fast getötet hat. Kann ich irgendwie leben. Ich bin leider aus dem Spiel da rausgekommen. Jetzt kommen ganz verschiedene verfahrene Puder wieder. Okay. Ja, noch Platz. Leertasse. Okay, sinnvoll. Noch nicht. Ich glaube, wir haben jetzt alles getötet. Okay, versuchen wir das Level zu beenden. Wenn nicht, haben wir ganz am Anfang den zweiten oder erst zweite Möglichkeit, wo wir durchgehen hätten können. Da noch nicht alles geklärt gehabt das letzte Mal. Aber wir kommen durchaus jetzt weiter, ja, ein Durchgang, muss ich zugeben. Ja, okay. Sehr schön, okay. Raus. Ja, da macht das Schädel und so weiter. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zuerst mal eine Runde schlafen und dann wieder ab. Ab in. Na, wie heißt's? Ich muss kurz schauen, Alchemie. Holz da rein. Alles, was wir so finden, was wir nicht brauchen, ne? Ja. Einfach Blut, ich glaube nicht, dass das wichtig ist, da brauche noch. Kommen wir wie sind wir zu Nägel. Ich glaube durchaus, dass man da unterirdisch zu recht viel kommt, wenn man da durchgeht. In diesen Dungeon eigentlich. Okay, langsam wird unser Keller überflutet von Leichen. Leichenpflaster unseren Weg, sozusagen. Ich fühle mich erfrischend. Okay, wir haben gerade so volles Leben. Gehen wir kurz mal die Leichen bearbeiten. Das ist der Studierentisch, okay. Ja, zwei Leichen. Nehmen wir die Fischerleiche. Fleisch entfernen. Schädel entfernen. Haut entfernen. Ja, Leiche nehmen. Okay, wie uns so einfach Holz fehlt. Also ganz ehrlich, langsam wäre es wahrscheinlich echt einfacher, wenn man würde das ganze Holz einfach zukaufen. Gut ist. Ich weiß echt, ob ich das machen soll. Komm, das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt Holz kaufen. Weil so viel Holz wir die ganze Zeit brauchen. Die ganze Zeit umschleppen. Es gibt nicht einen Skill, um wir ihn machen können, dass wir mehr tragen könnten oder so. Kochkunst, wenn wir mal merken.
in einem Perk oder so. Mal kurz, dass das, das zusammen tut. Piet. Die Bärbare, die in ihrem Blut befindet, ist öfter wert für Metall und Erz, aber du brauchst immer noch viel Glück und Energie. Oh, krass. Schmied. Okay, mal bessere Werkzeuge freigeschaltet. Und das ist auch mal was. Ja, Ressourcen. Das bringt natürlich auch was. Hier ist alles geistlich, halt, ne? Chemielage. Puh, es gibt schon echt viel, das wir da begutachten müssten. So, also, habe ich jetzt was Geld dabei, mäßiges? Zwei Bestandsurkunden, ich kann mal kurz verkaufen noch. Okay, ja, also wir kriegen eindeutig für ihn keinen Ruf, wenn wir nur Urkunden bei ihm verkaufen. Das heißt, wir müssen eindeutig Sachen bei ihm kaufen, dass der Ruf steigt. Oh, das kann teuer werden. Oh, genau. Jetzt wäre die Frage, wo gibt's Salz? Ah, da kommt rum. Da hat ja fast nichts. Ach du Scheiße. Ich habe gedacht, den kann ich jetzt massenhaft Holz abkaufen, aber der hat ja nichts. Ja, toll. Das war ja vielleicht ein Reinfall jetzt. Was hast du hier im Angebot? Milch, Käse, Butter. Wo kriege ich denn Salz her? Salz. Wer könnte Salz haben? Hände ist nicht mehr da. Hast du Salz im Angebot? Nee, oder? Du hast Taverne. Nee, das ist kein Salz. Was, wir sind immer noch im Wein? Echt? Moment mal. Haben wir eigentlich bekommen, eine Geschichte? Wir können alle Wein kaufen und ihm. Nee, komm ey. Da ist ein bisschen zu viel Werk gerade. Okay, soviel zu meinem Plan. Einfach kurz kaufen gehen. Das haut auch nicht hin, weil wir viel zu wenig bekommen, leider. Okay, runter. Eigentlich würde ich schon locker wie den Dungeon runter so gehen, ganz ehrlich. Aber ich glaube, wir werden den Talisman so hier noch durchmachen. Und danach ist es dann schon wieder. Ach so.
Die eine Leiche zählt auch, die wir. Kurz schauen, zack. Die eine Leiche zählt auch, die wir schon rausgebracht haben. So, rausbringen wir. Unglaublich, ey. Unglaublich, aber. Was bringt uns denn das Holz einkaufen, wenn wir eh die ganze Zeit umrennen müssen? Bringt uns genau nichts. Genau nichts bringt uns das. So. Zeig mir mal eine Runde hier. Okay, gut. Ohne drücken. Dann haben wir jetzt auch noch Holz. Gut, vielleicht wird das die Lösung, ne? Einmal ein paar Bäume hier fällen zum Beispiel. Ich sehe es schon wieder kommen mit der nächsten Leiche. Okay, gut, aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so sein. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Graveyard Keeper. Ich mache es ja auch wieder mal. Sendepause, ich muss nämlich noch andere Videos aufnehmen, dementsprechend würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bye bye. Ich fange noch hier kurz an, damit ich weiß, wo ich war. So, zack. Okay, und da würde ich sagen, gehe ich noch schlafen und dann haben wir jetzt mal eh gleich Sonntag, das heißt, wir müssen dann gleich Predigt halten. Ich hoffe, ich denke dann. So ein Ding, das kann man gerne mal vergessen, aber wir werden es da sehen. Bis dann und bye bye. Ja, das war's dann wieder mal mit der heutigen Folge von Graveyard Keeper. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und vielleicht sogar ein Abo, wenn noch nicht passiert. Schaut noch gerne in die anderen Videos rein, die hier verlinkt sind oder in ein anderes. Und sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge wieder. Bis dann und bye bye.